Scheiße, zu viel Frau gemacht. Wo ist eigentlich das Salz, was man denn braucht? Der letzte Rest macht der Maler. Du stellst dich aber auch dämlich an, den Schnauze. Was ist das hier? Das ist fertig, guck mal die Schuhe an, die sind schon wieder geil. Mit dir musst du in den Klassentreffen gehen, aber auch eine. Arbeitsschutz geht alle an. Was sind die jetzt abgebrüten? Ich nehme die Vollkleckere. Nicht dein Ernst. Nee, ist ein Nike. Keine Werbung. Servus zusammen. Komm mal mit. Komm mal mit. Also, und zwar habt ihr das Video mit Sicherheit gesehen, wo ich mir freudestrahlend voller Emotionen so eine Drecksstiele gekauft habe, wa? Carsten lächelt unter der Kamera und denkt sich, ja, wirklich, das hat man vorne reingesagt. Und tatsächlich möchte ich sagen, verdammt, du hattest recht. Wir haben uns so eine MSA oder MS, also so eine 300er von Stiel gekauft. Warst du da nicht so stolz drauf, dass du das der Indische oder was ist nicht der Indische, aber die gibt's ja kaum, oder? Nein, die gibt's auch nicht, ich weiß jetzt auch warum. Passt auf. Also. Der Akku ist noch nicht voll. Das ist völlig wurscht. Wir können die ja zusammen auffüllen. Na, vielleicht gibt's ja eine andere Akkus dafür. Das sind also, passt auf. Wir haben hier die 500er S-Akkus, ja, bei dieser MSA 300. Ihr seht, ich habe noch, warte mal, das machen wir jetzt zusammen. Ich habe noch kein Öl aufgefüllt auf diesem Eimer. Cool. Ich habe die rausgezogen, weil ich den zweiten genommen habe. Ich dachte, das geht schneller. Alles gut. Ist nicht, also alles gut. Ich habe da noch kein Öl aufgefüllt. Mache ich jetzt das erste Mal. Und freudestrahlend, neue Kette. Schneidet auch wirklich gut. Schon mal probiert? Nee. So, heute erstmal gesägt. Das Video habt ihr gesehen, dachte ich mir, gut, vielleicht liegt es an uns. Ja? Vielleicht liegt es an uns und ihr sagt, ey, war vielleicht scheiß Tag, Akku nicht richtig geladen gewesen. Wisst ihr, Teufel, irgendwie sowas, wisst ihr? Und wir haben das probiert. Unter Volllast habe ich das beim Schnitzen probiert. Moment mal ganz kurz, das kann ja auch nicht sein. Ich sage, es ist nicht möglich, dass das Ding so schnell, und ich glaube mir, wenn ich sage, so schnell platt war, es ging in meinen Kopf nicht rein. Es ging in meinen Kopf nicht rein. Wir reden hier von circa 7 bis 10 Minuten. Schafft diese Säge mit dem Akku unter Volllast. Und ich weiß genau, da draußen werden es jetzt Leute geben, die zu mir sagen, Locke, erzähl keine Scheiße, die Säge ist super. Nee, die Säge ist der größte Schrott, den ich je gekauft habe. Wirklich je gekauft habe. Mit Abstand. Die größte Pisse. Wirklich. Und jetzt kann Stiel kommen und mich auch gerne verklagen. Dann müssen sie aber diese Säge, wenn man das so nennen kann, ja, müssen sie die aber auch wirklich in Sondermüll schaffen, dieses Zeug. Ich habe das jetzt vielleicht ein bisschen krass ausgedrückt. Nee. Aber die Säge ist wirklich schlecht. Wirklich schlecht. Das ist ein extremes thermisches Problem bei dieser Säge. Warte mal kurz, ich guck mal kurz, was hier schon mal los ist. Oh, meine Frau. So. Frau, meine Frau. Also, wo waren wir stehen geblieben? Ich war mich am Aufregen, oder? So. Du hast gesagt, dass Stiel scheiß Motorsägen hat. Nein, das stimmt nicht. Aber die Säge, mit der hat Gott die Welt beschissen. Ja? Ja. Schreib doch vor Besen. Also, guck mal her, ich habe das auch letztens probiert. Wir reden davon, dass sie unter Volllast, ja? Im Volllastmodus so nicht funktioniert. Ihr seht das selber. Ding hier. Ja, die ist noch nicht viel gelaufen. Wir haben auch die großen Akkus, ja? Der ist jetzt voll. Der ist jetzt gleich voll. So. Ja? Man kann ja umschalten. Schnell, langsam, Eco. Aber machen wir uns nicht vor, wenn du jetzt als professioneller Baumkletterer oder du machst Feuerholz, du willst doch nicht nur 7 Minuten am Stück arbeiten können, oder? Ne, die Leute, die Stiel fahren, machen das, ja. Wenn du was auf dich hält, fährst du das Guana. Welche Säge hat die wollen? Das kam bestimmt schon. Ich will jetzt? Ja, deine. Egal, wir zeigen, also ich erkläre, also wir nehmen euch jetzt mit der Stoppuhr. Ihr seht, kommt her, nicht, dass ich irgendwie Scheiße erzähle.
Akku ist voll. Ja, Akku ist... Ja. Wird nicht scharf, oder? Kann das sein? Na, das ist wie du. Ja, ja, Akku ist... Ja, ja. Ist voll. Der andere lädt gerade noch, ja, weil... Das liegt vielleicht an der Säge, wenn ich nicht scharf stellen will. Das kann auch sein. Ich zeige euch jetzt wirklich, wir stoppen jetzt zur Zeit, wie lange hält das Ding durch. Wir haben draußen was vorbereitet. Boah, weil wir haben jetzt Feuerholz. Hm. Und wir reden von Feuerholzfichte. Ja, also nicht irgendwie Eiche, Rundstamm, volle Kartüse. Oh, ich mache ja was für unseren Kratzer hier. Guck mal her, Schellen in die Sonne gefilmt. Wir haben jetzt hier auf den Bock was gelegt. Boah, das ist mir 70er Längen, weil das passt super in unseren Ofen. Ja. Ja, und wenn das jetzt nicht, wenn du das schaffen sollte, was ich nicht glaube. Willst du? Okay. Dann gehen wir dort hinten und schnitzen weiter, ja? Mhm. Also, wir überzeugen uns selbst, ja? Ich mache mal die Stöpsel rein. Ja. Bist du zufrieden mit unserem Gehörschutz? Ja. Du nimmst den sehr oft, wa? Ja. Was war? Blau war links, wa? Weiß ich nicht, steht da L drauf. Echt? Ja. Steht da L und R drauf. Well. Okay. Also, jetzt passt es. An ist er. Ja, wir haben alles in Ordnung. Wir haben es jetzt 56. Ich warte noch kurz die Minute, ja, damit ich so einen ungefähren Vergleich habe. Also, versteht mich bitte nicht falsch. Ja? Die Säge mag bestimmt funktionieren, aber nicht beim Sägen. Und wir reden ja einfach von über 1000 Euro mit zwei Akkus. Und ja, du machst den Akku raus und nimmst den anderen und packst den danach rein. Aber was halt nicht geht... Der ist so heiß, wir haben den vorne ins Kühlschrank, in den Kühlschrank gelegt. Ja, damit der wieder halbwegs runterkommt, damit wir den wieder anstecken können. Das kann's doch nicht sein. So, 15 Sekunden. So, jetzt haben wir es gleich 57. Und die Zeit läuft jetzt. Säge mal hinten. Hältst du mal hier? Ja, säge mal hinten. Sehr gut. Jetzt genau 6 Minuten 14. Akku alle? Tatsache. 6 Minuten 14. Jetzt pass auf. Ja, jetzt musst du eine Bulle Bier trinken. Halt an. Junge, der blinkt doch schon rot. Alter. Du kannst das Ding kaum anfassen. Jetzt mal ohne Scheiß. Na, vielleicht liegt der Akku. Ich habe das mit dem anderen genauso probiert. Also wir sind jetzt mal reingegangen, weil es draußen wirklich warm war, ja? Aber, Carsten, hättest du das wirklich gedacht? Du kannst das noch nie sehen, wa? Hättest du gedacht, dass das Ding... Und hier, fass nochmal an.
Mehr als Hess. Wahnsinn, oder? Also das ist, damit kannst du ein Ei braten, wenn du es drauflegst. Du fast ein Zwirt anzünden, wenn du das legst. Unscheiß, boah, also es ist wirklich heiß. Du kannst es nicht lange in Fingern lassen. Und das funktioniert nicht. Ich kann euch nur den, also ich schaffe das Ding zurück, definitiv. Ich habe auch heute mit meinem Schmitti gesprochen. Und Schmitti, du kennst den Carsten, der ist genauso stilverliebt wie ich. Mhm. Boah, also wir nehmen uns da beide wirklich nicht viel. Und der sagt zu mir, wortwörtlich, das geht nicht. Er sagt, das darf nicht sein. Er sagt, ich sage, Schmitti, ich habe ihn gefragt, weil er das Ding ja noch nie in der Hand hatte, also zum Benutzen. Ich sage, wie lange halten die durch? Er sagt, eine halbe Stunde vielleicht, 20 Minuten, unter Volllast. Ich sage, 7. Ich habe heute früh ein Glut gemacht aus Pappel. Und das war weich. Pappel ist wirklich weich. Der ist ausgestiegen, der ist bei Zeiten ausgestiegen. Und jetzt, doch, der Akku zeigt es ja auch an. Guckt mal. Jetzt also jetzt gerade nicht, aber wenn ich ihn... Also, der wird nicht gehen, wenn ich den reinmache. Hier. Rot. Gut, wahrscheinlich gerade abgekühlt, dann wird es wahrscheinlich doch schon wieder gehen. Aber ich müsste, also der hält jetzt vielleicht eine Minute beim Schneiden. Hm. Aber das kann es doch nicht sein. Da müssen Sie und ich meine, also ganz ehrlich, dafür, dass das Geld so ein Haufen Kohle kostet, hm, müsstet ihr euch was schämen. Weil was machst du? Du kriegst jetzt das Ding und also anders. Teilt mal bitte eure Meinung zu der Säge. Ja, vielleicht gibt es da welche, die draußen haben und die benutzen. Aber um mal ein Stückchen Brett abzulenken und den auf dicke Hose und coole Hose zu machen, dafür ist es zu teuer. Leute, mal ernsthaft. Also nicht mal annähernd. Das tut eben in der Seele weh, das dann zu benutzen. Also... Das Ding war wirklich die schlimmste und dümmste Investition meines Lebens. Vielleicht kriegt es Schiel nochmal hin, aber ich glaube, und mal ehrlich, wer benutzt denn da die Eco-Variante? Keine Sau. Und dann hältst du vielleicht 20 Minuten durch in der Eco-Variante, aber dann schneidest du auch nicht mehr große Bäume durch. Dann hast du auch die Schnittgeschwindigkeit nicht mehr. Und das brauchst du ja eigentlich bei ihm, wenn du jetzt mal angehst und du fällst damit einen Baum, was ja theoretisch geht. Wisst ihr, dann hast du ja die Schnittgeschwindigkeit nicht mehr, die du brauchst, um einen Fellschnitt zu machen oder. Also da bin ich echt enttäuscht und da wollte ich euch einfach mitnehmen, weil ich bin ja wirklich sonst, ich habe ja nur Stielkettensägen. Außer die Carsten hat und eine Echo, glaube ich, oder zwei Echo habe ich ja. Ansonsten habe ich nur Stiel. Muss ich drei Echos? Zwei, hinter dir. Ach so, stimmt, das war ja vor dem Dings. Da war ja was, ich wollte gerade sagen, wir hatten nochmal drei, oder? Wir hatten mal mehr, aber... Kann ich gleich mal was machen? So, jetzt haben wir nochmal die Kameraeinstellung geändert. Nochmal dahin. Nochmal. Ja, ich muss mich nochmal kämpfen mit aufregen. Ich bin einfach enttäuscht. Ich bin einfach wirklich enttäuscht. So viel Geld und so viel Scheiß. Also, liebes Stielteam da draußen, ich weiß nicht, ob ihr das mal probiert habt. Und wenn ihr das probiert habt und die Leute dann so eine Scheiße gebt, dann ist das ein Armutszeugnis für so ein Unternehmen. Ich hoffe, ich werde bestimmt Ärger kriegen deswegen, aber ganz ehrlich, der Blitzball soll mich beim treffen, wenn ich irgendwas verkehrt gemacht habe. Und ich denke, das war, also ich jammere gerade wieder rum, ich merke das ja selber. Aber ich fasse es einfach nicht, wie man so eine Kacke verkaufen kann. Es ist immer Geld. Natürlich, vielleicht sollten sie mal zu Husqvarna fahren und sich mal was abgucken. Vielleicht sollten sie es einfach mal probieren. Das könnte natürlich auch sein. Einfach mal wirklich probieren und sagen, ey, ich mache mal nicht nur einen Schnitt, ich lasse das Ding mal laufen. Und zwar unter solchen Bedingungen, wie wir gerade haben. 26 Grad draußen, Sonne scheint. Damit im Wald, da bist du erschossen. Naja. So, ich packe die jetzt, ich puste die jetzt ab. Aktuell die Motorsäge, das war das letzte Video, was ich mit der Säge gemacht habe. Außer Stiel kommt persönlich und beweist mir das Gegenteil. Aber ich habe ja, um es zu vergleichen, ich habe andere Kettensägen von Stiel. Kleinere. Die sind besser. Die sind besser. Die werden nicht heiß. Und mit denen kann ich durchweg sägen. Du haben ja die andere Akkusäge, die kleinere zum Ablenken auch. Jo. Mit der kannst du durchweg sägen. Die wird nicht heiß. Nee.
Und wenn die Schnittgeschwindigkeit noch so groß ist, nützt mir dann nichts, wenn die nach 7 Minuten aussteigt. Oder 6 Minuten in dem Fall. So, und die Akkus waren kalt, die haben wir in die Kühltruhe gelegt. Wir haben die vorher in den Kühlschrank gepackt, weil die nämlich gar nicht mehr sonst gegangen wären. Das stimmt doch nicht, so. So, ich puste die jetzt ab. Das ist ein komisches Video, es tut mir leid, wenn ich mich so aufgeregt habe, aber ich musste euch das sagen, weil ich kann damit nicht arbeiten. Und ihr solltet damit auch nicht arbeiten, weil da kannst du eine 261er kaufen für das Geld, Sprit rein von Medialoop, Öl rein von Medialoop und dann läuft der ein. Und zwar lang. Oder 550 XP, das ist dann noch besser. Bis später.